Echo, du spielst jetzt hier auch an der Uni. Musstest du die Lieder anders auswählen als zum Beispiel für ein Open-Air-Festival? Eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen wie an Open-Air-Festival an diese Sache rangegangen und habe jetzt ein paar dabei, so im Mittelblock sozusagen, sind ein paar sozialkritische. Die habe ich dann extra mitgenommen, weil ich dachte, es ist vielleicht ein ganz gutes Thema, vor allem im Moment einfach, was die Weltlage betrifft. Und das sind, glaube ich, so drei Stück. Davon hätte ich wahrscheinlich auf dem normalen Open Air 1 gespielt. Da habe ich aber jetzt drei von dabei, aber das ist der einzige Unterschied. Du hast ja schon selbst gesagt, du machst nicht nur Gangster-Rap, sondern auch gesellschaftskritischen Rap. Welche Bedeutung haben diese zwei Richtungen für dich? Also ich mache eigentlich kein Gangster-Rap. Dieses Gangster-Element oder Straßenelement ist bei mir mit dabei. Es ist einfach deswegen, weil ich auch aus Köln-Kalk komme und da auch so einiges quasi mitbekommen habe. Allerdings ist das nicht das Zentrum meines Schaffens eigentlich. Es ist immer so eine Prise ist mit dabei. Das ist so der Grundton ein bisschen. Aber mein Rap befasst sich oft mit Themen aus dem Leben einfach und manchmal ist es auch Battle Rap, das ist dieser Competition Rap, so wer am besten rappen kann. Damit habe ich eigentlich angefangen, das liegt mir eigentlich sehr gut, auch nach wie vor. Und ich mache auch sehr gerne ironische Sachen, also lustige Sachen, ne? Das ist auch so ein Ding von mir. Also das ist jetzt mal die andere Seite. Und jetzt kommt noch diese sozialkritische Komponente halt dazu. Das mache ich halt auch sehr gerne. Es kommt immer darauf an, welches Thema und ob ich dazu eigentlich eine Stimme habe. Ich meine, jeder hat eine Meinung zu allem fast, aber ich suche mir die Themen schon aus, damit ob man die Berechtigung dazu hat, dazu auch was zu machen. So, weißt du, da muss man natürlich auch das Grundwissen zu haben. Und das weiß man ja hier an der Uni wahrscheinlich auch, wenn man da einen Aufsatz macht zu einem Thema, wo man keine Ahnung von hat, dann sieht die Note wahrscheinlich nicht so gut aus. Welche Faktoren beeinflussen dich dabei? Zum Beispiel die Herkunft oder was ist der Hauptfaktor? Diverse Faktoren, auch die Herkunft, aber allein auch mein Interesse. Ich habe zum Beispiel ein paar Sachen gegen rechts gemacht, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich ein Deutscher wäre. Also ich bin ja eigentlich Deutscher, so, aber wenn ich keinen Migrationshintergrund hätte, ja. Und dann dachte ich mir, ja, hätte ich gemacht, weil ich das einfach scheiße finde, weißt du. Das hat dann eher was mit deiner Einstellung zu tun als mit der Herkunft, so. Und ja. Das kann ich dazu sagen. Also ich mache grundsätzlich Dinge, die mich beschäftigen. Das können auch ganz kleinere Sachen sein, so, ja. Und versuche immer was zu machen, manchmal auch mit Humor. Manchmal ist Humor auch ein Stilmittel, was so ein bisschen die Schärfe aus allem rausnimmt. Ja, das ist ein mächtigeres Mittel, als man manchmal denkt. Jetzt haben wir noch eine Abstimmung gemacht von den Studenten. Da kam noch die Frage, wenn du ein Haustier haben würdest, wäre es eher ein fliegendes Pony oder ein magisches Einhorn? Fliegendes Pony hört sich gut an. Ich weiß ja nicht, was das Einhorn zaubern kann. Ja? Wenn er Geld zaubern könnte, würde ich das nehmen, weil dann kannst du dir ein fliegendes Pony dann wiederum kaufen. Perfekt, danke.